Und jetzt freue ich mich sehr, euch den nächsten Gast anzukündigen. Das ist der weltbeste Bauernhof-Geschichtenerzähler Matthias Stürwold. Moin! Es ist, ihr wisst gar nicht, was für ein Wechselbad der Gefühle das war für mich, hier heute herzukommen. Denn ich wollte mit dem Trecker fahren gestern. Und ich war so gut organisiert wie noch nie. Der Trecker war gepackt, der Trecker war geschmückt. Das Fernsehteam war da, gestern Morgen um 7 in Schleswig-Holstein im Kreis Plön. Und dann 7:15 kriege ich eine SMS von meinem Mitarbeiter, der mir geschrieben hat, ich bin krank, ich kann den Stall nicht machen. Und ich musste zu Hause bleiben und die Kühe versorgen. Ich meine, das mache ich gerne. Ich habe gemolken gestern Morgen, aber ich bin einmal für die Fernsehkameras mit vom Hof gefahren, umgedreht wieder zurück zum Hof, um zu melken. Und ich war so traurig und ich war so sauer. Und ich habe gedacht, egal wie, ich muss hier heute her. Ne? Und ich bin... Und ich hab einen guten Freund, Dieter, der wollte auch mit und der hat mir geholfen heute Morgen im Stall. Wir haben heute Morgen um 4 schon die Kühe gemolken, um rechtzeitig hier zu sein, sind mit dem Zug gekommen. So, und ich habe in der letzten Woche mit einem älteren Bauernkollegen telefoniert, der gerade seinen Hof aufgegeben hat oder seine Kühe verkauft hat. Und der selber vor 30, 35 Jahren, als er den Hof angefangen hat, nach ein paar Jahren, wo er in der Stadt gelebt hat, zurückgekommen war zum Hof und seinem Vater gesagt hat, so, er will den Hof machen. Und sein Vater konnte ihm nicht zeigen, wie sehr er sich darüber gefreut hat. Aber er hat erzählt, dass andere Bauern ihm erzählt haben, dass sein Vater Tränen in den Augen hatte, jedes Mal, wenn er gesagt hat, unser Hof, das geht weiter. Und wir haben 5 Kinder. Meine Frau und ich, wir haben 5 Kinder. Und ich bin nicht so der Bauer, der seine Kinder schon ganz früh immer raufgesetzt hat auf den Trecker und sie hat losfahren lassen. So. Aber 2 meiner Töchter sind heute hier und demonstrieren mit für uns, für unseren Hof. Und mein Sohn hat eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, war jetzt ein Jahr in Schweden, ist wieder zurückgekommen und hat gesagt, Vater, wenn ich kann, ich werde den Hof machen. Und es ist so großartig. Es ist so großartig, dieses Gefühl. Habe ich schon mal gesagt, wie geil ich Europa finde. Er war ein Jahr in Schweden, er hat eine Schwedin kennengelernt, die hat in Schweden Landwirtschaftsschule besucht. Sie ist mit ihm nach Deutschland gekommen. Die beiden werden wahrscheinlich zusammen den Hof machen. Und ey, es ist, ich weiß gar nicht, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und Und heute Morgen, ich wusste, als ich heute Morgen losgefahren bin, hier nach Berlin, wusste ich noch nicht, wann muss ich nach Hause, muss ich heute Abend melken. Und ich habe heute Morgen mit meinem Mitarbeiter telefoniert, als er sich ausgeschlafen hatte. Und ich habe gesagt, ey, ich muss nach Berlin, unbedingt. Und nicht nur um unseren Hof zu kämpfen und um meinen Arbeitsplatz zu kämpfen, sondern auch für deinen Arbeitsplatz und für den Arbeitsplatz vielleicht von Per und von Jacqueline und von all denen, die hier sind und aus der Landwirtschaft kommen. Und Leute, es ist großartig. Nächstes Jahr kommen wir wieder. Und ich, ja. Wir sehen uns. Bis dann.